Moin! In diesem Video geht es darum, als schulische Administratorin oder schulischer Administrator einen Hardware-Token zurückzunehmen und wieder freizuschalten. Dies kann notwendig werden, wenn eine Lehrkraft einen Hardware-Token zurückgibt, weil sie zum Beispiel die Schule verlässt oder künftig eine Authenticator-App nutzen möchte. Den Hardware-Token müssen Sie dazu griffbereit haben, da Sie die Rückgabe mit dem Code und der Seriennummer auf der Rückseite des Token bestätigen müssen. Loggen Sie sich hierzu über den Administrationszugang ins Schulportal SH ein und klicken Sie auf die Kachel Schulportal Administration. Dort wählen Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung und klicken auf Tokenrückgabe. Tragen Sie die beiden gesuchten Nummern ein. Die Seriennummer ist die 16-stellige Zahl auf der Rückseite des Tokens und identifiziert diesen eindeutig. Wenn Sie auf der Vorderseite den Knopf drücken, erscheint auf dem Display für 60 Sekunden ein 6-stelliger Code. Nach diesen 60 Sekunden kann durch erneutes Drücken der Taste auf dem Hardware-Token ein neues Einmalpasswort generiert werden. Klicken Sie dann auf Absenden. Sie bekommen die Bestätigung, der Token wurde erfolgreich zurückgegeben. Noch einmal mit OK bestätigen. Nun ist der Hardware-Token wieder freigegeben und kann einer anderen Lehrkraft zugeordnet werden wie ein neuer Token. Wie das geht, erfahren Sie in einem anderen Video auf dieser Seite.